Ich würde mal einsteigen. Die Fragen waren ja nach den Rahmenbedingungen, unter denen das Abitur insgesamt geschieht und welche Vision wir haben. Ich will mal zunächst mal sagen, die Andrea hat schon kurz darauf hingewiesen, wir werden in zwei Teilen das machen. Das erste ist, Mensch, das erste ist, dass ich über die Rahmenbedingungen, der Kampf um Flexibilisierung in der Oberstufe am Anfang was sage, und nachher wird das Konzept, wie eine Flexibilisierung geschehen könnte und auf was man dahin arbeiten wollte, von Rainer, Michaele und Ramona vorgestellt. Wir sind ja alle Teil eines größeren Innovationslabors gewesen mit 14 Schulen aus 6 Bundesländern und haben eben Konzepte dabei zur Flexibilisierung der Oberstufe in den letzten 2 Jahren entwickelt. Und das hatte immer zwei Schwerpunkte. Der eine Schwerpunkt war dabei Ideen zur praktischen Umsetzung. Aber wir haben immer auch gemerkt, wir kommen an strukturelle Grenzen. Und wir wollten nicht verhindern, dass wir auch über diese strukturellen Grenzen ins Gespräch kommen und überlegen, wo müssten wir auch in Deutschland dran arbeiten, dass sich da was verändert. Und das heißt, das werde ich auch in den nächsten Minuten kurz zeigen, das heißt auch, dicke Bretter zu bohren. Das ist uns sehr, sehr bewusst. Aber gleichzeitig sehen wir auch nach dem, was Frau Slivka vorher gezeigt hat, wie das in anderen Ländern läuft, durchaus die Notwendigkeit, an diesen dicken Brettern ranzugehen. Und ich will über diese dicken Bretter jetzt etwas kurz reden. Wir haben ja eine Rahmenbedingung für die Oberstufe und Abitur in Deutschland, die durch die KMK gegeben wird. Und ein bisschen hängt auch daran, dass die Kultusministerien natürlich oft vielleicht noch im vorauseilenden Gehorsam viel schärfer sind, als es eigentlich sein müssten. Aber es gibt ein paar Rahmenbedingungen, die bei uns für alle eigentlich gelten. Zum Beispiel, alle Leistungen in der Qualifikationsphase müssen in 2 Jahren erbracht werden. Kein einzelner Kurs eines Abiturs kann wiederholt, eines Faches kann wiederholt werden. Die Abiturprüfung ist nur als Block aller Fächer gleichzeitig möglich. Der Großteil der erbrachten Leistungen sind gleiche Klausuren für alle. Die Unterrichtsstundenanzahl jedem Fach ist festgelegt, für alle gleich. Es gibt wenige Ausnahmen. Es gibt schon ein paar flexible Möglichkeiten. Da haben war gestern auch eine Gruppe zum Thema Nachteilsausgleich, was da möglich ist. Da gibt es durchaus ein paar Möglichkeiten, aber eben nur im Rahmen des Nachteilsausgleichs. Wir haben seit 2013 daran gearbeitet, zu schauen, wie kann Abitur flexibler werden, und haben da im Rahmen eines Schullabors, der damals vom Deutschen Schulpreis, dann auch das Abitur im eigenen Takt entwickelt. Ich will kurz auch darüber reden, warum wir damit nicht weitergekommen sind. Das eine Problem ist das strukturelle Problem, dass es kein Antragsrecht von Schulen gibt, Verbänden und Parteien an das Kultusministerium zu stellen. Dann wäre das nächste Problem gewesen, dass die KMK-Änderungen oder auch Schulversuchsanträge nur mit einer Dreiviertelmehrheit genehmigen muss. Deshalb gibt es bisher eben zu dem Thema keinen genehmigten Schulversuch, mit Ausnahme der Sportschule in Potsdam. Es gibt aber auch, das hängt auch damit zusammen, keine öffentlichen Sitzungen der KMK, es gibt keine öffentlichen Protokolle. Und dadurch wird die Debatte über Schulstrukturfragen, die uns jetzt alle betrifft, eigentlich in Hinterzimmern geführt und nicht offen eine Debatte geführt, weil letztlich ist es ja Länderhoheit, die Länder können aber nichts entscheiden. Auf Bundesebene gibt es kein Forum außer unserem hier, ja, um über die Frage ins Gespräch zu kommen. Wenn wir jetzt anschauen, wie es gerade aussieht, am 15.10. gab es eine neue Ländervereinbarung, die mit der Überschrift Historischer Tag für die Bildung. Damals hat die Frau Hubig gesagt, die Menschen haben den Wunsch nach mehr Einheitlichkeit bei der Bildung, und diesem Wunsch kommen wir nach. Wenn man das genauer beschreibt, was das nachher heißt, ist es letztlich aus unserer Sicht eigentlich ein Rückschritt in eine andere Richtung, wo man sagt, wir wollen mehr Einheitlichkeit in Klausuren, es soll mehr Einheitlichkeit geben bei den Prüfungsformaten und so weiter. Also bei ganz vielen Dingen wird mehr Einheitlichkeit angestrebt, und wir sehen auch noch eine Chance, dagegen etwas zu tun und dafür zu kämpfen. Das ist unser Ziel, an dem wir insgesamt arbeiten. Ich möchte es gar nicht mehr machen, weil die anderen, die Vorstellung, wie das nachher auszusehen hat, wird von den drei, die in unserer Gruppe, in unserem Innovationslabor daran gearbeitet haben, vorgestellt. Wer ein bisschen mehr Informationen wissen will, findet es auf meiner Homepage abitur-im-eigenen-takt.de, und wir arbeiten auch an einer Veröffentlichung, die kommt aber erst im September im Belz Verlag auf den Markt. Die ist gerade jetzt fertiggestellt worden, wo dann durchaus noch mehr dazu zu finden ist. Soweit mal von mir. Ich teile meinen Bildschirm zurück und gebe weiter an die Ramona. Ja, ich warte auf den Bildschirm, damit ich nicht nur spreche, sondern Sie auch was sehen können. Du hast ihn.
Nee, Rainer wollte den aufmachen. So, genau. Okay, so, dann fangen wir vorne an. Rainer mit der ersten Folie. Genau. Und die haben wir ja gerade schon gesehen. Also wir haben jetzt den Schwerpunkt auf den lilanen Bereich. Welche Visionen haben wir für eine Oberstufe und ein Abitur der Zukunft? Und in der nächsten Folie sehen Sie noch einmal kurz unseren Namen. Also zunächst wird Rainer Fechner nach meiner kurzen Orientierung etwas sagen, danach Michaele Gewicke und zum Abschluss sage ich noch mal etwas. Und kurz eine Orientierung, wie es jetzt weitergeht im nächsten, in diesem Impuls mit der nächsten Folie. Wir haben für wenige Minuten trotzdem vier verschiedene Bereiche geplant. Zum einen schauen wir, und das hat Andrea ja die ganze Zeit angedeutet, wir sind Praktikerinnen, wir schauen auf die Oberstufenstruktur in der Praxis, da werden Sie sich alle wiederfinden und gehen dann als nächstes darauf ein, welche Flexibilisierungsmöglichkeiten gibt es bereits. Auch da werden Sie mit Sicherheit noch eigenes immer hinzufügen können im Kopf. Um dann als Schwerpunkt zu fragen, was brauchen wir und daraus ableitend, was denken wir, wie Abitur und Oberstufe in der Zukunft aussehen muss. Und als letztes dann ein kleiner Impuls zu Perspektiven. Zunächst aber mit der nächsten Folie, Oberstufenstruktur der Praxis und Rainer, du bist dran. Rainer? Rainer, Mikrofon einschalten. So, geht's jetzt? Ja. Okay. Also, ich will zunächst ein paar Vorbemerkungen machen, warum mir das ein großes Anliegen ist und warum und welche Erfahrungen, die ich bisher gemacht habe, sich auf eine Oberstufe der Zukunft auswirken könnte. Also eine Flexibilisierung der Oberstufe ist ja jetzt schon möglich, wie schon Friedemann genannt hat, im Rahmen von Nachteilsausgleich oder besonderer Schulmodelle. Und die Sorge, die ja oft immer kolportiert wird, ist, dass wenn wir jetzt flexibilisieren, dann kommen noch mehr Schüler, die eigentlich nicht geeignet sind, an die Universitäten, weil wir noch mehr Abiturienten haben. Das ist nicht unser Interesse, sondern wir wollen den individuellen Belangen der Schülerin Rechnung tragen und das individuelle Leistungspotenzial dadurch steigern und meinen, dass wir damit insgesamt das Niveau des Abiturs heben. Also genau andersrum, als immer gesagt wird. Die abweichenden Regelungen, die gegenüber den normalen Wegen, ermöglichen nämlich, dass man Begabungen und Interessen viel besser wecken kann und entwickeln und dass man Wege eröffnet und nicht blockiert, wie oft. Leider sind ja diese Flexibilisierungen nur für eine begrenzte Gruppe möglich, obwohl, und ich habe in vielen Interviews mit ehemaligen Schülern von mir, denen ich individuelle Wege im Rahmen des Nachteilsausgleichs ermöglicht habe, gemerkt, dass diese individuellen gestalteten Bildungswege wirklich auch zu erfolgreichen Abschlüssen führen und in vielversprechenden Perspektiven geendet sind. Also fast alle studieren oder sind sogar schon bei Professoren studentische Hilfskräfte. Ich habe natürlich in vielen Konferenzen mit Praktikern gesprochen und habe mal zusammengefasst, was sich Menschen wünschen. Einiges deckt sich mit dem, was Sie auch schon gesagt haben. Also eines ist diese finnische Lösung. Wir brauchen eine verlängerte oder verkürzte Qualifizierungsphasen. Also das bedeutet... Was machen für so eine grobe Struktur? Ach so. Eine verlängerte... Also das heißt, dass man das Abitur ablegen kann nach eigener Wahl in 2 bis 4 Jahren. Dass wir neue Prüfungsformen brauchen, die auch der Profilierung entsprechen und dem neuen Unterrichten. Dass wir am Oberstufenprofil, also das, ich weiß, das gibt es in anderen Ländern auch, aber in Hamburg glaube ich am meisten, es werden 4 Fächer zusammengefasst zu einem Profil, was inhaltlich übergreifende Thematik ermöglicht. Leider ist das in der
in den Themen für die zentralen Prüfungsfächer nicht vorgesehen. Es kann also sein, dass man vier Fächer zusammentut zu einem Profil, dass die aber von ihren Inhalten nicht zueinander passen. Und davon kann man nicht abweichen, weil daraus sich ja die Thematik für die Prüfungen ergeben. Man müsste also dann das wieder freier geben oder nur einen Teil dessen zentral regeln. Dann, was auch schon genannt wurde, Prüfungsleistungen durch Wiederholung zu verbessern, ist bei uns ein No-Go, aber es ist nicht einzusehen, warum man das nicht tun sollte. Oder die zeitliche Entzerrung von Semester- und Prüfungsleistungen. Das wäre dieses Modell, erst die Leistungskurse und dann die Profilfächer prüfen zu lassen. Die Hindernisse hat Friedemann teilweise schon erwähnt. Also diese Verweildauer ist ein entscheidendes Hindernis. Und da drin enthalten, was viele immer vergessen, ist, dass ein wiederholtes Semester zwangsweise immer zur Leistungsbewertung herangezogen werden muss und man nicht, selbst wenn die Leistung sich verschlechtert hat gegenüber dem ersten Durchgang. Dann, dass die Themen nicht passen, dass wir auf Klausuren und dass wir im Grunde genommen nur vier Arten von Prüfungen haben, eine Hausarbeit, eine mündliche Prüfung, eine Präsentationsleistung und eine schriftliche Arbeit, dass das viel zu starr ist, um modernen Unterricht möglich zu machen. Die Prüfungswiederholungen gibt es zwar, aber nur in einem ganz starren Rahmen, zum Beispiel vier Punkte Unterschied zwischen dem schriftlichen Ergebnis und der Durchschnittsnote und alle solche, also rein bürokratische Festlegungen. Außerdem sind ja auch die Leistungsbewertungen in den Rahmenplänen bis zur exakten Festlegung von Prozentzahlen festgelegt. Wir kommen als nächstes zur Flexibilisierung in der Praxis. Dazu teilt sich das auf. Ich sage zunächst das, was ich an meiner Schule im Rahmen des Nachteilsausgleichs bereits durchgeführt habe. Deshalb sage ich, Flexibilisierung ist schon möglich. Und Michaele wird dann weitergehen. Also, eine S5-Lösung heißt, es konnte eine bestimmte Leistung nicht erbracht werden in einem Fach, was nicht prüfungsrelevant ist. Ich darf das nach dem Abitur nachträglich erbringen, bekomme die Note und dann das Abiturzeugnis. Q12 wird in zwei Jahre aufgeteilt mit halbierter Stunden- und Prüfungszahl. Es gibt einen flexiblen Umgang mit Anwesenheitspflicht. Wir schaffen ab die Verpflichtung, mindestens 80% unseres Anwesens zu sein, weil die mangelnde Beteiligung vielleicht, nachdem man sonst Noten gegeben hätte, durch andere Prüfungsformen erbracht werden, wie Feststellungsprüfung oder Extraarbeiten. Möglichkeiten externer Wissensaneignung werden geschaffen. Der Schüler ist nicht angewiesen darauf, dass nur der Lehrervortrag des Lehrers ihm die Informationen verschafft, sondern er kann sie sich auch selbst aneignen und dann abprüfen lassen. So, das andere kann man so lesen, muss ich nicht erläutern. Dann gebe ich jetzt weiter an Michaele. Ja, kurzen Überblick über das, was wir am Oberstufenkolleg schon umsetzen, aber wir entdecken bestimmt eine ganze Menge Parallelen auch zu Ihren Schulen. Ganz kurz zum Hintergrund, wir haben tatsächlich einen Versuch, schulspezifisches System der Leistungsbewertung. Das heißt, wir haben keine Noten in Stufe 11 und in den Stufen 12 und 13 eine punktuelle Benotung. Das heißt, bei uns wird nicht grundsätzlich auch die mündliche Mitarbeit benotet. Das nur zum Hintergrund. Was wir schon praktiziert haben, individualisierte Stundenpläne für musikalisch Hochbegabte. Da sind wir im Kontakt mit dem Jungstudierendeninstitut der Musikhochschule Detmold. Das geht hin bis zur Entbindung von Präsenzpflichten und da kommt es auch ganz aufs Instrument an. Also ein Posaunist braucht andere Übezeiten als zum Beispiel eine Harfenistin. Dann Beurlaubung für sportlich Hochbegabte, entweder für Wettkämpfe oder für Trainingslager. Wir hatten mal einen jungen Mann, der war auf dem Sprung zur ersten Mannschaft von Arminia Bielefeld und den mussten wir dann auch fürs Trainingslager beurlauben. Individualisierte Stundenpläne mit Distanzlernmöglichkeiten für chronisch erkrankte Schülerinnen und Schüler.
Da haben wir tatsächlich jetzt durch die Digitalisierung während Corona auch nochmal innerhalb unserer Schule einen Schub bekommen und da auch deutlich bessere Möglichkeiten schaffen können. Dann machen wir auch ganz offensiv Werbung für den Quereinstieg in die Stufe 11.2 und in die Stufe 12. Dann ein Aspekt, der vielleicht jetzt nochmal ganz besonders ist, Streckung der Oberstufenzeit für Schülerinnen und Schüler ohne Erfahrung im deutschen Schulsystem. Das ist unsere gestreckte Eingangsphase. Ein teilintegratives Modell mit einer geplanten Wiederholung der Stufe 11 und einem speziellen Sprachförderkonzept für die Oberstufe, ganz besonders im ersten Jahr dieser gestreckten Eingangsphase. Beurlaubung für FSJ, FEJ oder Auslandsjahr, ich glaube, das ist nichts Besonderes. Und Verlängerung der Höchstverweildauer für Langzeiterkrankte kennen auch alle Schulen. Und zumindest in NRW war es, dass es da tatsächlich eine gewisse Öffnung, erweiterte Befugnisse für Schulen gab. Allerdings dann nur in diesem Sommersemester 2020. Aber da dachte ich, ja, geht doch, wenn man will. Ja, jetzt die nächste Folie. Genau, in unserer Übersicht, jetzt gehen wir weiter. Was brauchen wir? Oberstufe und Abitur der Zukunft. Wir hatten es, glaube ich, schon erwähnt, im Rahmen von GFLEX haben wir ja auch ein Papier geschrieben und da haben wir auch so ein paar Ideen auch für die Zukunft entwickelt. Grundsätzlich Anpassung der gymnasialen Oberstufe an die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Das knüpft, glaube ich, gut an die Impulsvorträge. Das Abitur ist nach wie vor ein sehr attraktiver Abschluss. Gleichzeitig haben wir sehr unterschiedliche Lernausgangslagen unserer Schülerinnen und Schüler in der Oberstufe. Dorit Bosse hat mal geschrieben, die Oberstufe entwickelt sich allmählich zu einer Schulstufe des gemeinsamen Lernens. Und Anne Slifka hat ja auch eben darauf hingewiesen, wir haben eine Vielzahl an Biografien und Vorgeschichten. Gleichzeitig, das haben wir ja eben zu Beginn dieses Inputs gesehen, werden Individualisierungsmöglichkeiten immer mehr zurückgedrängt. Dann auch zu dem Thema Anpassung der gymnasialen Oberstufe ans 21. Jahrhundert. Veränderung der Arbeitswelt, das hat uns Anne Slifka auch nochmal schön vorgeführt. Upskilling und Upgrading von Aufgabenprofilen. Jobs mit Routinetätigkeiten werden durch Maschinen und Algorithmen ersetzt. Das heißt, es gibt viele neue, komplexe Berufe, die wir jetzt vielleicht noch gar nicht kennen, die auch ein hohes Bildungsniveau erfordern. Das heißt, wir haben also ein Spannungsfeld von eigentlich notwendiger Individualisierung in einem starren Ausbildungskonzept und das Ganze vor dem Hintergrund ja doch sehr schneller gesellschaftlicher Entwicklungen. Das heißt, wir brauchen differenzierte Antworten auf unterschiedliche Voraussetzungen. Jetzt komme ich so ein bisschen stärker auch auf die schulischen Bedürfnisse. Das haben wir auch in unserem Papier so formuliert. Wir brauchen im Schulgesetz verankert individuelle Förderung auch für die Abiturprüfung. Also zumindest in NRW ist ja individuelle Förderung ganz zu Beginn auch des Schulgesetzes verankert. Wir brauchen einen Beitrag zum Abbau von Bildungsungleichheiten und gleichzeitig Stärkung von OberstufenschülerInnen in der persönlichen Entfaltung durch Flexibilisierung der Abiturprüfungen. Das heißt, es muss möglich sein, dass Schülerinnen und Schüler mit einem großen schulisch relevanten Potenzial eine Chance auf eine allgemeine Hochschulreife bekommen und auch Schwierigkeiten da überwunden werden können. Aber es gibt auch für Schülerinnen und Schüler, müsste es die Möglichkeit geben, deutlich vor Ablauf der Qualifikationsphase Abiturprüfungen abzulegen. Das heißt, wir brauchen terminierbare, modularisierte Abiturprüfungen unter Nutzung zentraler Prüfungstermine, wo man eben vorzeitig oder nach einer gewissen Verlängerung, also nach dem Finnland-Modell, Abiturprüfungen ablegen kann. Da brauchen wir auch Entscheidungsbefugnisse und Spielräume für Schulen. Wir kennen unsere Schülerinnen und Schüler gut. Allerdings bei Vergleichbarkeit der Abiturprüfungen und Dokumentation der spezifischen Bildungsverläufe. Ein letzter Punkt, Verankerung der Unterschreitung der Regelverweildauer, Überschreitung der Höchstverweildauer in den Ausbildungs- und Prüfungsordnungen. Das müsste also festgelegt sein. Damit komme ich gleich schon zu einem Stück Vision, wozu Ramona Lau auch gleich was sagen wird.
Öffnung der Abiturprüfung für innovative Formate für alle SchülerInnen. Also wir sind jetzt von ganz speziellen Fällen ausgegangen, Rainer Fechner und ich, denken aber, warum soll so eine flexibilisierte Oberstufe auch nicht gut sein, zum Beispiel für junge Gründerinnen und Gründer, sowas haben wir auch schon an der Schule gehabt, oder für Menschen, die einfach zwischendurch auch mal was anderes machen wollen. Ne, so ein ähnliches Modell war ja auch schon im Abitur im eigenen Takt angelegt. Ja, jetzt können wir zur nächsten Überblicksfolie kommen. Perspektive, und da übergebe ich jetzt an Ramona Lau. Ja, vielen Dank. Diese, Rainer, noch mal zurück kurz, bitte. Dieser Punkt Perspektive ist ein bisschen bifunktional oder bidirektional. Es geht einmal um die Perspektive unserer Arbeit, die auf der einen Seite eine Perspektive ist, auf der anderen Seite eine Grundlage, sage ich gleich was zu. Und natürlich die Perspektive, wie kommen wir von wir brauchen auf wir fordern zu wir haben. Also dieser Dreiklang sozusagen, das versteckt sich auch unter dem Aspekt der Perspektive. Und in der nächsten Folie sehen Sie einen kleinen Auszug aus dem Papier, das Michaele Gewicke gerade angesprochen hat, was auch in dem Buch, was wiederum Friedemann Stöffler angesprochen hat, nachzulesen ist. Also unser Positionspapier ist dort nachzulesen, und darin heißt es: Der gesellschaftliche Wandel fordert von allen Jugendlichen Fähigkeiten, die über anspruchsvolle fachliche Kompetenzen hinausgehen. Strategische, soziale, personale und kommunikative Kompetenzen und Wertorientierung werden immer wichtiger. Von Jugendlichen wird erwartet, im Team zu arbeiten und besonders ihr Lernen selbstständig zu verantworten. Das gilt auch und insbesondere für Bildungsgänge, die zum Abitur führen. Wenn die Gesellschaft in diesem Sachzusammenhang das Optimum an Leistungsperformance für unsere Schülerinnen und Schüler ermöglichen will, also ihre Fähigkeiten als zentrale Ressource unserer Gesellschaft ernst nimmt, müssen wir den Schülerinnen und Schülern, die wir fördern und erziehen wollen und sollen, individualisierte, flexible Ausbildungsbedingungen ermöglichen. Ich möchte gar nicht wiederholen, dass das ja im Rahmen dieser Tagung schon häufig angedeutet wurde. Ich möchte nur deutlich machen, dass das die Basis unserer Arbeit ist. Und das hört sich hier sehr funktional an und sehr, über Ressource wird gesprochen, und sehr strategisch, ist natürlich auch eine strategische Aussage, aber es ist eben, zeigt ein Stück weit den Blick, den wir auf Heterogenität haben. Für uns ist Heterogenität ein Fakt in der Oberstufe. Und nichts, was man wegreden oder hinzureden kann. Und wenn wir bei Heterogenität sind, sind wir schnell, Michaele Gewicke hat es eben angedeutet, auch beim gemeinsamen Lernen. Anderer Begriff dafür ist Inklusion. Und wir denken Inklusion tatsächlich auch für die Oberstufe. Und auf der nächsten Folie sehen Sie in diesem Zusammenhang eine Definition zum sogenannten weiten Inklusionsbegriff. Wenn wir also denken, dass Inklusion, die gemeinsame Erziehung und Unterrichtung aller Kinder und Jugendlichen, mit welchen pädagogischen Bedürfnissen auch immer ist, dann ist klar, wir haben die Schülerinnen und Schüler an sich in den Blick zu nehmen und nicht nur natürlich den Unterricht, sondern auch die Erziehung. Wir alle wissen, dass nicht alle Kinder und Jugendlichen in die Oberstufe kommen können, dürfen, also nicht kommen dürfen, also es geht hier nicht um Teilhabe in der gymnasialen Oberstufe, auch wenn das manche bestimmt gerne möchten. Aber wir dürfen es, wie gesagt, nicht. Was bedeutet das jetzt für unser Handeln in der gymnasialen Oberstufe? Und hier kann man mit Solzbacher und Behrensen formulieren: Inklusives Handeln bedeutet, Heranwachsende in ihren individuellen Fähigkeiten unter Berücksichtigung ihrer Lernsituation und ihrer biografischen Erfahrungen, ihren spezifischen Lernvoraussetzungen, Lernbedürfnissen, Lernwegen, Lernzielen und Lernmöglichkeiten zu fördern und hierfür angemessene Bedingungen zu schaffen. Und das ist das Zentrale unserer Position, dass nicht nur während bestimmter Kurse oder innerhalb von EF und Q, sondern auch im Abitur, bezüglich der Abiturprüfung, damit es nicht widersinnig ist, hochstark zu individualisieren, um dann am Ende zu sagen, du musst jetzt aber warten, ich weiß, du wärst schon so weit, aber du darfst noch nicht, weil du musst 2 Jahre Q voll haben. Also, wenn wir inklusiv handeln, wenn wir ein gemeinsames Denken voranführen wollen, dann bedeutet das auch, die Abiturprüfung zwingend in den Blick zu nehmen. Das als sozusagen Perspektiven und Fakt unserer Arbeit. Auf der nächsten Folie dann aber tatsächlich die Perspektive zur Verbreitung unserer Ideen oder unserer Positionen
um von wir brauchen zu wir fordern zu kommen. Und das bedeutet, da haben wir uns folgende Verbreitungsstrategie, die jetzt ein bisschen ausgebremst worden ist durch Corona, durch die Corona-Pandemie. Aber grundsätzlich wollen wir unser Papier, das wir formuliert haben, jetzt immer weiter wissenschaftlich rahmen. Und da ist heute ein Teilaspekt, dieses Papier auf Tagungen vorstellen und besprechen, um eine immer größere Öffentlichkeit zu schaffen. Wir möchten Netzwerke einbinden, bestehende weitere Bündnispartnerinnen und Partner suchen, auch in natürlich in Ministerien, weil die Frage ist ja völlig klar, wie schafft man es, das Ministerium einzubeziehen. Wir veröffentlichen die Papiere in Zeitschriften oder auch eben im Buch. Und nochmal, am Ende geht es darum, eine breite Öffentlichkeit herzustellen, um von Sonntagsreden wegzukommen und zu sagen, wir fordern und am Ende dann eben dahin zu kommen, zu sagen, wir haben. Dass das, wie sagte Friedemann Stöffler, dass eben so schön dicke Bretter sind, das ist klar. Und man kann wahrscheinlich die dicke Bretter nur mit einer gemeinsamen Anstrengung durchbrechen. Ja, soweit unser Impuls. Jetzt sind wir gespannt auf das, was Ihnen dazu einfällt. Aber da übergebe ich jetzt nochmal an die Moderatorin Andrea dazu.